Wochenende. Das heißt, es ist wieder Zeit für Wochenendsongs. Heute bin ich relativ weit gefahren wieder. Und zwar bis fast an die tschechische Grenze. Gell? Also sind wir schon, ja, gerade in Bayern. Und zwar fort im Wald. Gell? Bei den Zwirten. Und ja, den ganzen Hafer vorstellen. Da der Mann, der was den Hafer über hat, da neben mir, hinter mir, und zwar der Franzi. Franzi, grüß dich zuerst einmal. Schön, dass ich da sein darf und dass ihr alle Zeit habt. Gell? Grüß dich, Alex. Ich sage auch, schön, dass du gekommen bist. Es hat dabei gedauert, bis wir einen Termin haben, aber es, ein gutes Ding braucht dabei. Gell? Jetzt haben wir Bayern und gute Zeit. Magst du jetzt bitte einmal diese Runde da vorstellen, also wenn wir da Bayern sind? Freilich. Also, wir haben die Zwirten praktisch. Und ich fange gleich mal ganz, also von mir gesehen rechts außen noch. Schlagzeug, unser schönster. Nur ein wenig vierer, dass man die Sekt auch, gell? Und jüngster. Das war ich, der Schöne, ich bin der Sepp. Dann unser Gitarristen-Hero, gell, der Leon. Grüß euch miteinander, hallo. Unser Frontmann und Stimmungsbursch und Sänger und was ich was alles, gell, unser Funz. Grüß Gott. Dann haben wir ganz links außen einen Reini mit dem Bass. Servus, bin auch da. Und als nächstes praktisch auch Frontsängerin und praktisch die schönste nach dem Sepp. Sandra, meine Wenigkeit, Ehefrau, gell? Ja. Und das war der Alex. Ja, das bin ich. Ja. Grüß dich, habe ich dir. Und ich war der Franzi. Ah ja. Du hast eh schon gesagt, Franzi, da ist Ehepartnerschaft da. Es ist nur eine Freundschaft da irgendwo, meine ich, gell? Ja, unser kleiner Drucker, praktisch ganz links. Reini, mein Bruder. Ah ja. Seit, ja. 2020. Ist er der Bruder? Vorher hat sie es nicht gewusst. Hat sie es ausgestellt. Super. Ja, Franzi, bleib bei dir, weil du bist am längeren dabei, wahrscheinlich mit der Sandra. Weil lang gibt es denn die Zwirten schon? Ja, man muss schon sagen, also die Zwirten unter diesem Namen gibt es heuer 30 Jahre. Wow. Aha. Zwar in verschiedenen Besetzungen, angefangen ganz klar als Drei-Mann-Band, Gartenfeste und seine Geschichten halt. Ne? Und dann haben sie das mit Besetzungswechsel und Abi weiter gesteigert, dann haben wir vier und dann mittendrin hatten wir sechs. Aha. Und jetzt haben wir halt so parallel und spielen wir halt eigentlich alles durch die Bahn, hauptsächlich Hochzeiten, Blitzhalter, Fasching, seine Geschichten und eigentlich querbeet, also Volksmusik, volkstümlich. Bis ACDC, dafür haben wir Leon einkauft. Leon, warst du damals, weil so vor 30 Jahren, weil es so ein Gartenfest-Band war, warst du da auch schon dabei? Da war ich tatsächlich wahrscheinlich noch nicht einmal in Planung. Weil wie bist du denn, Leon? Du bist der Jüngste, gell? Ich bin 23 Jahre alt. 23 Jahre alt. Und doch schon eine Zeit bei den Zwirten jetzt dabei, weil lang schon mittlerweile? Seit 5 Jahren. Seit 5 Jahren schon? Genau. Also habt ihr denn schon gut einkauft als Teenager noch? Und der ist schon gewusst, was für ein Potenzial dahinter steht, gell, hinterm Leben. Ja, ich sag mal, ich habe ihm gleich schon, also Vorspielmeister, ist eh klar, ne? Ja. Und er war noch nicht 18, aber ich habe gesagt, rufen wir die jungen Leute nicht auch eine Chance geben. Und das hat sich, glaube ich, schon sehr gut rentiert. Und Hochzeiten gegen Egel bis um 12 Uhr Bierzeit dran, dann hast du ja gleich um 5 nach 12 Uhr abgeholt werden müssen. Ja. Hat nicht lange gedauert, man war noch gut. Ja, genau. Und Lüscherl haben wir da damals wahrscheinlich auch noch nicht geschmissen. Nein, überhaupt nicht. Nein, das ist ja gar nicht der Typ dafür. Nein, überhaupt nicht. Das können wir heute noch nicht. Überhaupt nicht. Jetzt gehen wir mal ein wenig rundum. Jetzt schau ich mal da zu dem etwas ruhigeren Mann, gell? Reini, wie lange bist du schon dabei bei der Truppe? Ich bin eigentlich Gründungsmitglied. Ach so. Aber dann bin ich halt seit 20 Jahren, ja, 20 Jahre ein bisschen umeinander geschwappt. Aha. So ein Lonely Hearts, wenn die noch etwa kennt, und bei den Wilderer war ich auch ein paar Jahre. Und naja, und über Wege bin ich halt jetzt wieder da gegangen. Wie lange schon wieder dabei dann? Ja, seit 2020. Ah ja, so. gut. Und was hat dich wieder zurück drin zu den Zwirten, zu deinen Wurzeln? Weil sie mich gefragt haben. und beim Brüdern kann man nicht Nein sagen wahrscheinlich, oder? Nein, ich habe ja tatsächlich einmal ausgeholfen davor und das hat mir auch richtig Spaß gemacht, das war ein Projekt damals. Genau. Und mit der anderen Band davor, da ist einmal nichts mehr weitergegangen und dann hat es halt gerade gepasst. Aha. Ja, schön. Oh. Weil ist jetzt das, du hast zwar gesagt, die Namen von den ganzen Musikanten, aber, und ich habe schon gesagt, wo ihr her seid, fort im Wald, aber seid ihr alle untereinander weit von Straat oder ist das eher so ein Nest, wo ihr daheim seid? Ja, aber mehr ein Nest. Fast der Nest, sage ich mal, also, weil, also sind wir jetzt nicht weit weg.
Okay. Bei dir im Schlafzimmer, oder? Der Leon ist ein bisschen weiter vorne, der war ist schon im Furt gefahren. Also wir haben ja da einen Tierberg da hinten. Wer ist das? Die Berg. Die Berg. Nicht der Berg, sondern die ja, Berg. Also ich habe einfach, wie ich hergefahren bin, habe ich am Navi auf Standort geklickt und dann. Ah, ich weiß nicht mehr genau, wo ich bin. Also ist das dabei, oder? Ja, habe ich dabei. Haben wir schon in Deutschland, oder? Ja, eine Reihe, die ist Richtung Kamm, Richtung, also Schlammering, mhm. City und der Sepp, der Schöne, ist ein heiligen Ort, eine Kirchen. Ja, das ist ein ganz berühmter Wallfahrtsort, das meint jetzt schon mal so nebenbei so. Der Rosenkranzler bist. Nebenbei in Heimarbeit macht der Rosenkranzler. Von sie so rein, kommt erst, also sag ich mal. Also schon in einem Umkreis von 10, 15 Kilometer irgendwie so. Das ist ja gut. Auch zum Proben und so weiter. Und auch wenn man zum Auftritt fährt, wenn man miteinander fährt, ist es doch geschickt, wenn man einigermaßen nah beieinander wohnt. Ja, jetzt haben wir davor von den Auftritten ein wenig so geschmerzt. Du hast gesagt, alles durch die Bank, Fasching, Bierzelte, Hochzeiten. Und das erste Stück, was wir jetzt spielen, ist eh so ein typischer Tanzsong, finde ich, so eine schöne Tanznummer auf einer Hochzeit, kann man jetzt gut vorstellen, nach dem Brautstellen, wenn wieder alle auf die Tanzfläche hineinstürmen. Brown Eyed Girl, oder? Machen wir da? Den machen wir, genau. Ja. Den machen wir ganz gern. Tanzt dann du? Nein, ich kann nicht tanzen. Nicht gescheit. Thank you.
Ja, Bunz, super gesungen, erst einmal, gell? Auf alle Fälle sehr, sehr toll. Du bist ein wenig so ein Gaudi-Busch, hä? Schon? Nur wenn ich mich verstehe. Achso. Für mich bin ich ein ganz ruhiger Typ, aber ich nur wenn ich... Was bist du von Beruf? Ja. War ja das Erste, weißt du? Das soll ich aussehen. Ja. Ja. Ja, so, ja, ein Schullehrer. Gleich bist du schon ein Lehrer. Ich weiß, ich war schon lange. Ja, ich weiß auch. Also, der Bunz ist auch ein Lehrer. Ja, genau. Natürlich, aber das macht schon aus. Gell. Ich weiß es selber, weil es ist unter der Woche ernst vor der Klasse und da schauen, dass es weitergeht und dann am Wochenende ein bisschen eine Gaudi machen. Das macht schon aus, oder? Aber das brauchst du zum Überleben. In unserem Job schon. Du bist noch nicht so lange bei den Zwirten dabei, glaube ich. Nein, ich habe in der Reine angefangen. Mhm. Genau, da hat sich da gerade was aufgehört von uns und dann haben wir gedacht, ach geil. Passt, oder? Wieder weiter, weißt schon. Was waren deine musikalischen Stationen vorher, vor den Zwirten? Ja, davor in ein paar so Dreierbesetzungen, bei der Bavaria Band habe ich gespielt, da haben wir auch gespielt. Bixenputzer gibt es immer noch, bin ich immer noch dabei. Ja, uns, Katzberg, Duo, Trio, ja, mit meinem großen haben wir schon gehabt. Der Hirs, ja. Und naja. Und jetzt bin ich da. Ja, und schön, dass du da bist, gell? Hat es einen guten Einkauf dabei. Auf jeden Fall. Also ich glaube, die Verhandlungen, das musst du schon gut Franzi, gell? Also da war ich nicht. Ja. Ja, und deine Frau, Sandra, wie lange bist denn du jetzt schon da gesanglich als unterstützende Kraft und auch als Solo-Kraft? Das werden wir dann, dann schon nicht hören. Wie lange bist denn du schon dabei bei den Zwirten? Seit 2010. Seit 2010, also auch schon ein paar Jahre jetzt mittlerweile. Auch schon ein paar Jahre, ja. Ja, habt ihr ihn da schon kennt, hast du schon geheiratet gewesen und ja, hast ja deswegen angefangen? Ja. Oder habt ihr geheiratet, weil du Sängerin bei den Zwirten warst? Wie ist denn das hergegangen? Nein, wieder doch. Also wir haben vorher schon geheiratet gewesen. Meine Dame ist das Besetzungswechsel angestanden wieder einmal. Und dann wollte er ein wenig was Neues probieren. Und ja, meine Singer da ja eigentlich schon immer. Auch früher schon in der Schule, im Schulchor, Jugendchor und so weiter. Ja, und dann hat er gesagt, probieren wir es wieder einfach, weil es mit Frau ist. Und ja, ist dabei. Also vorher habt ihr keine Frau dabei gehabt? Nein. Nein, vorher keine Frau und vorher war es aber schon sporadisch dabei praktisch. Ja, genau. Wenn gebucht, dann ja, wenn nicht gebucht, dann nein. Und irgendwann hast du ihn rauslassen und hast gesagt, geh da tue ich die ganze Zeit mit. Ja, es hat sich auch ausgestellt, dass zu 95% eigentlich war ich gebucht. Schon, gell? Und dann haben wir gesagt, mei, dann ist eh wurscht eigentlich. Ja, okay, sie können nicht ohne einander. Das ist doch genau. Ja. Ich kenne sie doch schon länger als zwei, gell? Nach so vielen Jahren doch noch ein verliebtes Pärchen und das ist das Schöne bei euch, gell? Ja, weil sonst... Jetzt sag ich nichts verkehrt. Sonst darf man uns eh nicht so oft sehen. Ja, das stimmt. Wie ist das? Ihr habt so Kinder auch. Ist das schwierig, das zu managen, wenn man doch ab und zu unterwegs ist am Wochenende und ja, Kinder irgendwo ja, sein? Das war ich wahrscheinlich der verkehrte Anspruch. Ja. Ja, eigentlich nicht, dank meiner Mama mal so. Okay. Also die hat von Anfang an gesagt, das bringen wir hin, das passt, das macht man. Und ja, da haben sie alle Wochenenden, da haben sie gern. Wenn auch sei so Nummi ist noch drei Wochen heißt es einmal, jetzt ist hier wieder Musik spielen, mit einfach gerne mal. Genau, das war jetzt die Zeit ungefähr, ja, gell? Genau, ja, ja, nein. Das ist gut. Die wenn man doch eine Familie im Hintergrund hat, die das gut mitmacht. Ja, und dann, nicht und dann passt es. Ja. Ja, wie ist jetzt das? Leon, hast du auch schon Kinder? Ich habe natürlich noch keine Kinder. Du hast noch keine Kinder? Nein. Ich bin selber noch über dort. Ja, steht einer nicht? Oder? Nein, nein. Keine Planungen. Tragst du aber kann ich bei dir gestellt sein? Nein. Wo sie aussehen mit dir? Bist du festliert oder? Ja, ja, ich bin in einer Beziehung. In einer glücklichen Beziehung. Aha. Seit 2 Jahren. Ja, super. Genau. Und funktioniert das da auch mit Musikspielen? Nein, es ist tatsächlich schwierig teilweise, dass du nicht findest, sag ich mal, die das mitmacht oder so. Ja. Muss man schon sagen. Ja. Weil du doch alle Samstag fort bist irgendwo. Ja. Aber da fällt sich überhaupt nichts. Und da bin ich ja recht froh drum. Ja, schön. Ja, um Sepp. Ja,
Ich frage dich jetzt nicht, ob du lieb bist, ich frage dich auch nicht, ob du Kinder hast, so neugierig bin ich gar nicht. Ich frage dich nach deinen musikalischen Stationen bisher. Also was hast du schon jetzt drin in deinem Leben? Musikalisch ja, natürlich. Das ist, und eigentlich angefangen da, das ist schon seit 1980, bin ich da mit der Musik irgendwann zusammengekommen. Und mein Vater hat auch schon freier Schlagzeug gespielt. Und das hat mich halt interessiert und fasziniert, weil das so, weil da mal eins da nicht, weiß es nicht. Ja. Und ja, die Stationen, hey, angefangen auch mit dem Trio, Trittsteiger Burgenfreiers, ne? Oder dann Trenchers. Mhm. Oh, freilich, bekannt. Mit deinem Bruder haben wir eh schon zwei Mal ein Video aufgenommen bei den Hensen. Da warst du auch dabei, gell? Ja, und dann Horuk oder Nachtschicht, von meinem Best war ich auch dabei. Naja, und seit 2015 bin ich jetzt von den Zwirten dabei. Also da sitzt die Erfahrung in Person am Schlagzeug, gell? Das ist wirklich so. Ja gut, sie sind Frau, ja. Ja, jetzt haben wir davor ein wenig so eine Tanznummer gehabt. Wirklich, jetzt war so eine Stimmungsnummer mal angesagt. Genau, genau. Und ich glaube, bist du die Richtige. Mama, was machen wir denn? Ich stehe auf Bergfrau. Ja, ich weiß genau, ich habe auf Englisch schon mal ausgeholfen und mitgespielt. Ich habe die Nummer vor Jahren schon gespielt, da war es noch gar nicht so publik. Ja, war es schon die Vorreiter und habe die Nummer schon gespielt. Ja. Und dann, weil es so immer publik geworden ist und dann im Radio auch gekommen ist, dann habe ich immer wieder an Ente. Das ist schlecht, tatsächlich. Ja, Mama, ich stehe auf Bergfrau. Ja.
Türsteher auf Bergbauernbuben. Oh. Brauchen wir noch ein Stück, gell? Okay? Ja. Nach jedem Stück. Ein Stück. Prost. Zum Wohle. Prost. Ja. Ja. Prost, ja. Nur zu sehen schmecken. Bin ich wieder umgehen. Was er mich immer schon gefragt hat, und ich bin nie dazu gekommen, dass er ihn gefragt hat, der Name Zwirten. Erstens, was bedeutet der? Und zweitens, wo kommt der Name her? Wer ist auf den Namen gekommen? Ich glaube, da frage ich den Franzi nochmal, also richtig. He? Ja. Zwirt kommt eigentlich, sagen wir mal, auf unserem Gai. Zwirt ist einer, der halt übertrieben ist, aber halt nicht beiß übertrieben, sondern halt einfach ein Ascher. So ach so, ein positiver Ascher. Ja, positiver Ascher. Ein Zwirter. So bei uns nicht so, aber ja. Weil ich angefangen habe eigentlich damals, da hat jede Kampagne hat Echo geheißen, irgendwelche Quartett. Express. Und ich wollte halt einfach immer sagen, ich wollte sagen, das wollen wir sofort kennen. Und es soll ja praktisch das, was wir machen, mehr oder weniger widerspiegeln. Ne? Und wir, also der, wer uns weiß und schon mal gecallt oder gebucht hat, der weiß, Zwirt haben wir weh. Zwirt hat schon weh. Aber im positiven Sinne. Gell? Ja. Jetzt haben wir das auch mal geklärt. Gell? Wenn jetzt jemand dabei ist, jetzt hast du gerade gesagt, zum Buchen, bestimmt sind Leute draußen, ob sie Festwirten sind oder Brautpaare, die sagen, hey, die Zwirten haben zwar ein wenig Zwirt, aber machen eine super Muse und haben überhaupt nicht Zwider. Wo findet man denn überall? Mittlerweile findet man uns fast überall, also Facebook, wir haben eine Homepage, www.zwirten.de und sogar seit Neuestem auf Instagram. Ey, du bist dabei, also ja. Als modern wollen auch noch. Ich würde sagen, die Homepage und das Ganze tue ich alles unten in die Videobeschreibung ein. Deine Telefonnummer auch, wenn ich es unterteilen darf. Und dann, wenn ihr sagt, die Zwirten warten was, dann schaut es drunter nach. Alle. Und dazu auch vorbei auf die sämtlichen Social Media Kanäle, Instagram, Facebook. Und dazu es liken und folgen. Und dann, ja, daten, dass sie freien, die Burschen und die Damen, gebucht werden dann. Ja. Zum Abschluss dieses Videos. Meine neue Kategorie, so neu ist, gar nicht mehr, zwei, drei Mal habe ich schon gemacht, aber Entweder-Oder-Fragen. Ich stelle Entweder-Oder, es gibt nicht so und so und mal so, sondern Entweder-Oder. Und wer zuerst antworten möchte, der antwortet zuerst und dann schauen wir mal, wer das ist. Gell? Wie schaut es denn aus mit Optimist oder Pessimist? Optimist. Ja, ja. Bist du ein richtiger Optimist? Kommt dann. Also wenn was einmal nicht so gut läuft, dann schaust du trotzdem. Ich schaue immer, also eigentlich immer das Beste aus. Stimmt das? Ja. Ja, tatsächlich. 100%. Das ist schön. Komödie oder Horrorfilm? Komödie. Ja? Ja. Komödie? Horrorfilm habe ich daheim noch ganz tot. Das ist super. Reini, kommt man da, wenn man doch frei unterwegs ist, musikalisch und in der Arbeit, dann kommt man da noch frei zum Film schauen oder Fernsehen schauen überhaupt? Nein. Aber wenn, dann eine Komödie. Wo's blöd auf jeden Fall. Wo's blöd auf alle Fälle. Wie schaut's aus? Oben oder unten? Es muss klar sein. Das muss man jetzt mal so stehen. Wolltest du da ein Taschenbett oder was? Das kann sich jetzt nicht selber ausmalen. Kommentieren wir es nicht. Ja, das ist nicht. Da machen wir noch einen. Sommer oder Winter? Winter. Ja, ja. Tatsächlich. Warum der Winter? Weiß ich nicht. Ja, bist du der Winter? Ja, total. Mhm. Dann Skifahren auch? Ja, machen alle fünf Ski. Ja. Und musikalisch ist es ein bisschen ruhiger, Freilich der Fasching ist. Ja, nee, deswegen mag die Jahreszeit einfach. Vor allem Weihnachten. Ja, Weihnachten mit der Familie zu schön. Ja, mittlerweile spielen die Kinder schon fast besser, weil ich Gott sei Dank. Du hast das richtig angerichtet, oder? Gut erzogen. Ja, gut. Ja, schön. Ja, das waren jetzt ein paar auflockernde Entweder-Oder-Fragen. Jetzt neigt sich das Video wirklich dem Ende zu. Ich von meiner Seite darf wirklich sagen, einen recht herzlichen Dank vor allem an Franzi, als Chef und alle Zwirten, dass ihr in Zeit genommen hat, dass die Gaudi mitgemacht hat. Und wenn es sonst nichts mehr loswerden wollt, in die große, weite YouTube-Welt. Ja, ich möchte schon mal, also ich sage auch, merci, dass du gekommen bist, dass ich ein Stand und liebe Leute unterstützen, Alex, er macht wirklich eine super Sache. Das ist
einmalig, was der macht, und der macht einen Haufen Zeitaufwand, sage ich mal. Also das gehört unterstützt und drum. Dankeschön, freut mich, nette Worte. Deswegen unbedingt auf Abonnieren klicken, auf meinen YouTube-Kanal, auf Gefällt mir, und dann gehen die Videos aussehen. Hab ich vielleicht, was du das kennst, ja. Ja, freilich, sehe ich alles. Sehe ich alles wieder. Ja, dann, Dankeschön, habe ich schon gesagt, und dann an alle Leute da draußen, liebe Leute da draußen, macht es gut, bleibt gesund und bis bald im Wald. Vierten, Servus. 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 Servus.